So, hallöchen liebe Freunde, willkommen zurück zu Aliens Infestation. Das letzte Mal haben wir das Spiel angefangen und haben uns mit ein paar Robotern gekloppt und haben, noch nicht viel rausgefunden hier auf dieser Sulanco. Und ich würde mal sagen, jetzt machen wir hier weiter. Und werden uns hier voranschlagen. Hallo. Oh, das ist aber ein stärkerer Roboter hier. Danke, meine Güte. Ja, diese leicht ockerfarbenen bis goldfarbenen, die sind ein bisschen stärker, beziehungsweise halten mehr aus. Irgendwie monströs viel mehr. Halala. Scheiße. Mach zu. Geh zu, du scheiß Tür. Ey, du scheiß beschissene Tür. Stirb, so. Pomp. So, okay, jetzt geht's nach da oben. Und hier haben wir schon aufgesprengt. Das letzte Mal, da gehen wir jetzt durch. Ich glaube, da ging es nämlich lang. Ah ja, genau, das war jetzt der Spaß hier. Ach ja. Wehe, du stehst auf, Mann. Okay, durch da. Jetzt geht's nach da oben. Was haben wir hier? Kommando, ich habe einen ME3 Schweißbrenner gefunden. Jetzt kriege ich die Türen auf. Freut mich zu hören. Um eine Tür aufzuschweißen, stellen Sie sich davor und berühren Sie das Schweißfeld auf dem Touchscreen. Verstanden, 6 ans Ende. Oh, jetzt haben wir hier nochmal... Pam, okay. Oh, was ist das denn hier? Was zum Teufel? Kommando, irgendwas blockiert die Tür. Sieht aus wie ein Sekret. Wie soll ich vorgehen? Over. 6-1. Verstanden. Keine Ahnung, was das ist. Lassen Sie vorerst die Finger davon. Das klebt ziemlich gut dran fest. Ich muss einen anderen Weg finden. Gute Idee, Corporal. Bewegung. Das klebt nicht. Das klebt da voll fest. Ich kann nicht durch. Ich muss einen anderen Weg finden. Ja, gute Idee. Da würde jeder normale Mensch dran denken. Das ist keine gute Idee. Das ist gesunder Menschenverstand. So, da habt ihr's. Du bleibst liegen, Mann. So, genau, jetzt können wir hier den Schweißbrenner nutzen. Zack. Und schaut euch an, wie geil das detailliert dargestellt wird. Das ist so eine gute Idee gewesen mit dem 2D. Kommando, ich habe einen M314 Bewegungssensor gefunden. Ist leicht emuliert, scheint aber noch zu funktionieren. Schließen Sie ans PCS an. Gut, jetzt können Sie den Überlebenden orten. Er erscheint als gelbes Symbol auf der Karte. Folgen Sie diesem Symbol und schließen Sie die Mission ab. Wird gemacht, Sir. 6 ans Ende. Das ist halt eine fiese Stelle jetzt hier. Karte, geh mal weg. So. Jetzt muss ich halt hier schweißen. Und jetzt knallt mich der Typ gleich ab. Ja. Unfair. So. So, und du Sack hier. Stirb, Mann. Okay. Jetzt müssen wir, ich muss mal kurz die Karte mir wieder aufrufen. Hier, so. Wo ist denn jetzt das gelbe Symbol? Das ist jetzt irgendwo, genau da hinten ist es, okay. Die Karte ist für euch jetzt wieder unten rechts, ist nicht ganz so groß, aber ich glaube, auf Fullscreen sollte das einigermaßen auszuhalten sein. Hier, einer von euch, ja. Stirb mal. Gut. So, jetzt können wir uns mal eben hier kurz auffrischen. Wir speichern nochmal, glaube ich, eben. Das dauert ja nicht lang. So. Okay. Jetzt haben wir da oben unsere... Ja gut, das war jetzt das Ding hier. Ich komme ja jetzt hier noch nicht ran, weil hier jetzt noch unser Dingsbums fehlt. Vergessen. Okay, weg mit dir. So, du da oben, du bist... der kommt jetzt runter wahrscheinlich. Stirb. Okay.
Okay, Primer. Okay. Sehr schön. Jetzt muss ich mal kurz überlegen, wo es jetzt lang geht. Wir können auch hier unten lang, aber ich glaube, hier ging es nicht weiter. Das war, glaube ich, der Spaß, wo ich mir dachte, ja, hier ist bestimmt voll der richtige Weg. Genau, das war der Spaß hier. Hier ist einfach dann... Na gut. Gut, also hier geht's nicht lang. Dann wäre halt jetzt die Überlegung... Wo ging's hier lang? Genau, das war der Spaß. Hier komme ich nicht dran vorbei. Au. So, ich gucke jetzt nochmal kurz hier vorbei. Aber es... Nee, es kann eigentlich nicht sein. Hier ist schon alles jetzt erledigt. Ich muss nach oben wieder. Ach, natürlich. Natürlich muss ich nach oben. Ich habe jetzt den Schweißbrenner. Ich kann jetzt woanders die Tür noch aufmachen. Richtig. Ich bin ja auch ein Schusselchen. So, und die Türen sind jetzt auch auf. Und das Ortungsding habe ich jetzt auch. So, also ich muss jetzt irgendwo die Karte 2 finden, damit ich da drüben zum Menschen komme, der nach Hilfe ruft. Scheiße, ich bin schlau. Okay. So, wir gehen mal nach da oben, würde ich sagen. Denn da ist dieser Refresh-Raum. Hat sich nämlich jetzt gelohnt, wieder hier hinzugehen. So, aber Muni haben wir jetzt schon wieder komplett, ne? Ja, gut. Ja, okay. So, wir können jetzt hier nämlich aufspringen. Pam. Wo geht's denn hier lang? Kann ich eigentlich hier... Nee, ne? Nicht wirklich. Gut. Also sind die auch schon mal versperrt für uns. Ja. Scheiße. Hier war die dumme Katze, richtig. Wieder erschrocken. Verdammt. Hier kann ich noch aufspringen, natürlich. Okay. Aber ich glaube, auch hier geht es nicht wirklich lang. Ich habe irgendwas anderes im Kopf, wo es lang ging. Bloß ein Health Pack, okay. Nee, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist jetzt hier wirklich eine Stelle, die ich mit meinem Spielstand damals gar nicht betreten habe. Komm an, so sehen Sie das? Positiv, Corporal. Was ist das für ein Zeug überall an den Wänden? Marine, fassen Sie ja nichts an. Bei allem Respekt, Sir, aber was geht hier eigentlich vor sich? Wissen wir nicht genau, Corporal. Die Bilder Ihrer Kamera wurden an S2 zur Auswertung weitergeleitet. Sie erfahren mehr, sobald wir mehr wissen. Bis dahin gilt die Mission. Kommando Ende. Okay. Das sind Menschen hier oben. Da ist noch einer. Gut, okay, dann geht's hier wohl irgendwie auch nicht so lang. Wie ging denn das nochmal? Ich brauche jetzt als nächstes wirklich hier den Level 2-Dings-Schlüssel. Anders komme ich nie... Ach, hier ist auch noch was. Okay. Oh, okay. Na gut. Nur Granaten. Und hoch hier.
Na gut, ich mache mal eben die Karte auf. Vielleicht habe ich ja hier noch irgendwas. Ich habe jetzt hier übrigens fast alles freigeschalten auf der Karte. Das ist ja auch ein bisschen... Geh da hoch. Geh da hoch. Danke. So, L3. Nee, da können wir auch nicht hin. Habe ich doch was übersehen vielleicht? Ach, natürlich. Ich bin doch ein Hampelmann. Ich bin ein alter, echt beschissener Hampelmann. Ich weiß, wo es lang geht. Tut mir leid für den kleinen Exkurs. Aber ist ja auch nicht schlimm. So haben wir jetzt zumindest einen kleinen Dialog noch mitgenommen. Den ich auch noch nicht kannte. Ja, ich vergesse es jedes Mal. So, hier runter. So, wir werden jetzt mal eben nochmal hier kurz auffrischen. Es tut mir leid, dass ich mich so oft auffrische hier, aber diese Räume muss man mitnehmen. Die sind nämlich nicht gerade häufig hier. Und ich weiß inzwischen schon, dass das Spiel nicht gerade freundlich zu einem ist. Deswegen müssen wir da jetzt vorsichtig sein. Natürlich ist jetzt hier hinten noch eine Tür gewesen, die wir aufschweißen können. Hier so. So. Ja, auch Spinde, wie in der Schule hier, ne? Hallo? Aua. Würdest du bitte sterben? Danke. Oh. Kommando, bitte kommen, Kommando. Reden Sie, Corporal. Haben Sie das Ding gesehen? Ich weiß nicht, was ich gesehen habe. Ja, ich stehe direkt davor und fühle das Gleiche. Was ist mit dem Überlebenden? Alles klar mit ihm? Es schien eine Frau zu sein, weggerannt, hat einen Level 2 Zugangsschlüssel verloren. Okay, Fox 6, das Signal bewegt sich. Ich markiere die Position. Sir, was ist mit dem Ding, dem Insekt? Was soll damit sein? Ob es noch mehr davon gibt? Moment, ich erhalte Meldung von Team Delta und Echo. Was? Nein, Fox 6. Die anderen Teams werden ebenfalls von diesen Kreaturen angegriffen. Hören Sie, Corporal. Sie müssen die Überlebende finden und zum Dropship zurückbringen. Ich markiere die Position auf der Karte und leiste dann Delta und Echo Unterstützung. Erstatten Sie mir später Bericht. Kommando Ende. Okay. Gut. Übrigens, die Stelle hier kenne ich immer noch. Es wird bald, also die erste komplette Mission, die kenne ich noch. So, das ist jetzt der Karten-2-Schlüssel. So, ihr seht jetzt schon da unten auf der Karte, ich weiß halt nicht, ob ihr das sehen könnt, weil das ja für euch ein bisschen kleiner ist. Diese ganzen Punkte da unten, das sind jetzt alles Gegner. Da unten ist zum Beispiel ein Facehugger-Ei. Ist ja gut. So, und hier ist zum Beispiel einer der Marines, den wir jetzt schon rekrutieren könnte, wenn wir denn jetzt jemanden schon verloren hätten. Aber ich werde jetzt mal sparen, mich mit der zu reden, weil lohnt sich eh nicht und bringt sie irgendwie auch nicht. So. Also wir müssen jetzt. Oh, das war jetzt falsch. Da will ich gar nicht hin. Hier geht's auch gar nicht lang. So. Wir müssen jetzt immer kurz speichern, würde ich sagen. Es tut mir leid, Leute. Aber ihr werdet schon noch sehen, diese Speicherpunkte, die werden rar. Und später gibt es ein paar Gegner, die sind ein bisschen fieser als die Roboter und die Aliens. Boah, ach stimmt, das war ja das. Nein, 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 lass mich in Ruhe. Okay. Gut, wir müssen nach da oben. Okay. Gut. Nein, lass mich in Ruhe. Oh, du bist schon tot. Ich würde ganz gerne das Health Pack da mitnehmen, aber da kommt noch ein Alien, glaube ich, da oben. Ich riskiere es.
Oh. Das wollte ich nicht. Ich habe den Knopf verwechselt. Okay. Nice. Hat sich doch gelohnt. Okay. Da ist L2. Da müssen wir jetzt auch gleich hoch. Ich möchte nur mal kurz hier gucken, ob ich jetzt... Ich kann da hinten, glaube ich, noch durch, ne? Genau, ich kann da jetzt noch aufschweißen. Das machen wir mal eben. Vielleicht finden wir noch irgendwas Gutes. Das kann vielleicht uns vielleicht noch helfen. Okay, da geht's zu L6. Und hier kommen wir nicht durch, okay. Aber ich glaube, hier oben gab es auch nochmal einen Marine zum Rekrutieren. Falls wir jetzt... Ja, da oben ist auch noch einer. Aber ich kann das Health Pack von ihm mitnehmen. Tach, danke. Und jetzt müssen wir nach da oben mit L2. Gut. Hier müssen wir natürlich wieder aufsprengen. So. Oh, die Musik. Auch die Stelle habe ich noch in Erinnerung. Ziemlich gut sogar. Oh, mein Zwillingsbruder. Zurück mit ihnen. Alles klar bei Ihnen, Marine. Schnell, verschwinden Sie hier. Alles okay, Marine, Sie sind sicher. Nein, es ist in... Nein! Ah! Ha! Erwischt, du Sau! Oh. Tja, das war's mit unserem Zwillingsbruder. Und jetzt werdet ihr gleich auf der Karte eine Menge Gegner sehen. Blub, blub. Das sind größtenteils alles Facehugger-Eier. Na komm schon. Danke. Ich würde die Eier nämlich ganz gerne mitnehmen, ohne dass die Facehugger rauskommen. Das ist nämlich... Okay, sehr schön. So, da ist der erste Alien. Aua, lass mich. So, das waren, glaube ich, jetzt die ersten Truppen hier. Diese leicht grünlichfarbenen, die halten ein bisschen mehr aus. Die sind immer ein bisschen fies. Nimm mal das, du Sau. Nein. Hallo, warum gehen jetzt die Eier nicht kaputt? Danke. Was ist das für eine Muni? Irgendeine andere wahrscheinlich. Ich habe jetzt kaum noch Munition, ey. Das ist scheiße. Also gut, kaum. Ich habe noch genügend, glaube ich. Ja, scheiße. Nein! Ich glaube, mit dem Marine schaffen wir es nicht mehr. Ey, das ist doch kacke. Warum... So. Gut, hier haben wir Muni. Danke. Da oben ist ein Health Pack, aber ich sehe jetzt schon, wir haben kaum noch... Ja, fuck. Ah! Dreh dich um, du Spast. Oh, Mann. So. Okay, ich bereite mich, ich bin jetzt deswegen so ein bisschen angespannt, weil ich weiß, auf was, was auf mich zukommt. Das ist die Sache. Okay, komm. Hallo. Na? Au. Jetzt sei mal nicht so ein Arschloch. Aha. Ja, Mist. Der ist tot. Verdammt. Kommando, wir haben einen Toten. Ich empfange kein Lebenszeichen mehr, 6-1. Sie müssen weiter, Marine. Lassen Sie den Tod Ihres Kameraden nicht vergebens sein. Verstanden, Kommando. 6-1, Ende. Ja, dann nehmen wir halt jetzt hier mehr Whistler, so.
Wow. Nein, nein, nein. Oh Gott, jetzt habe ich die scheiß Dinger aufgemacht. Ich will hier die Dings. So. Aua. Wow. Shit, Mann. Nein, 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 nein. Oh, nice. Okay, euch nehme ich jetzt aber mit hier. Ihr Schweine. So. Hä? Nicht noch mehr. Nein, 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 nein. Fox 6. Oh, falsche Stimme. Fox 6, komm. Private Whistler, hören Sie mich. Over. Hätte nicht gedacht, dass ich das überlebe. Whistler, was geht vor? Ich will einen Bericht, sofort. Ich glaube, ich habe gerade die Königin erledigt. Ist sie wirklich tot? Ich glaube es, Sir. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich will nach Hause. Passen Sie auf, Private. Wir müssen von dem Schiff runter und uns neu beraten. Oh, scheiße, jetzt habe ich... Sie, die Überlebende, in Sicherheit kehren und sie schnell wie möglich zum Hangar zu... Moment, ich lese es nochmal vor. Sie, die Überlebende, in Sicherheit und... Bringen Sie die Überlebende in Sicherheit und kehren Sie so schnell wie möglich zum Hangar zurück. Ich schmeiß die Cheyenne an. Wir hauen ab. Okay, Kommando, bin schon unterwegs. Unterwegs. Kicks. Alle mal her, Marines. Die geheimen Eichhörnchen haben ein paar Eicheln vom Baum geschüttelt, die sie mitgebracht hatten. UPP hat die Solanko leer aufgefunden und hat unsere Freundin Eve und einige ihrer Kommandokollegen an Bord verschickt, um so viele Informationen wie möglich zusammen zu kratzen. Sie haben die Schiff-Androiden gefunden und seine Speicherdaten runtergeladen. Sie haben den, achso. Darunter waren Dateien, die sich auf die USCM-Mission nach LV-246 bezogen und den Verlust des Trupps Bravo vom 2. Bataillon durch diese Xenomorphe schilderten. Eve zeigte außerdem auf, dass UPP einen Rettungseinsatz auf LV-246 vorbereitet hat und diese Kreaturen einzusammeln. Das müssen wir verhindern. Im Gegenzug starten wir einen mehrgleisigen Angriff auf das Lager. Fox 6 ist für die Deaktivierung der Radar- und Luftabwehrwaffen von dem Angriff verantwortlich. Pioniersprengladungen müssen auf den Radarschlüssel sowie auf jeder der BP-33 Luftabwehrkanonen angebracht werden. Legen Sie die Ladungen, bringen Sie sich in Sicherheit und jagen Sie sie hoch. Sie müssen um jeden Preis unentdeckt bleiben. Wenn die Basis weiß, dass wir da sind, fliegt uns gleich die ganze Scheiße um die Ohren. Noch Fragen? Wissen wir schon, was das für Dinger sind, Sir? Nicht im geringsten. Wir haben die ganze Zeit schon S2 an der Strippe und falls sie tatsächlich was wissen, teilen sie die Infos nicht mit mir. Mit Sicherheit kann ich nur sagen, dass die Dinger tödlich sind. Wenn sie denen nochmal begegnen, zögern sie nicht lange, sondern schießen sie. Sonst noch was? Was ist mit der Solanko? Was passiert mit dem Schiff? Im Moment durchkämmen Teams aus Militärs und Auftragsarbeitern und das Schiff und Blablabla. Im Moment durchkämmen Teams aus Militär und Auftragsarbeitern und das um das Schiff und das Schiff um da. Sag mal, bin ich gerade so dumm, das zu lesen? Das Schiff und Bergen analysieren und reparieren, was sie können. Meine Güte, ey, Entschuldigung. Etwaige überlebende Marines oder Zivilisten werden gefunden. Ist das alles? Ja, Sir. Keine leichte Mission, Marines. Ich erinnere mich ganz genau, dass ich auch diese Stelle hier nicht gepackt habe, richtig vorzulesen. Meine Güte. Sie alle haben sich immer und immer wieder in schwierigen Situationen hervorragend bewährt. Die Ergebnisse auf der Solanko haben sie zweifellos aufgewühlt, aber ich versichere Ihnen, dass ich mich persönlich darum kümmere. Viel Glück, Marines. Samter FI. Was? Das sagen sie so einfach. Wap wap. Hören Sie das Bild eines... Ja, komm, nehmen wir die hier jetzt. Gut, okay. Whistler, übernehmen Sie bei dieser Mission die Führung. Ich? Okay, ich schaff das. 6 ans Ende. So. Hier hinten ist nichts. Gut, das wäre jetzt Mission 2. Und ab hier würde dann langsam mein Gedächtnis aussetzen. Ich habe da eben die... Ah, die Karte habe ich jetzt hier noch gar nicht, natürlich. Ah, das ist jetzt natürlich blöd.
Kommando 6-1, Fox... Kommando 6-1, ja. Fox 6 hat das UPP-Lager erreicht und erwartet Instruktionen. Over. Gute Arbeit, 6-1. Fox 6, oh Mann, ey, dieses... Zunächst sollten Sie auf einen NAVDAT-Terminal auf Ihre Kartendaten synchronisieren. Ihre Datenkarten desynchronisieren. Verstanden, Kommando 6 ans Ende. So, Schweißgerät haben wir hier. Mach mal Upso. So, ich weiß halt nicht, wann nochmal die Aliens hier auftreten. Ah, hier ist so ein Spast. So. Ah, warte, die Granaten hier. So, das war übrigens eine dieser Stellen, wo ich mich tierisch aufgeregt habe, weil ich mich so darüber aufgeregt habe, dass die einfach viel zu gut reagieren können, diese Gegner hier. Und das ist nach wie vor irgendwie der Fall, finde ich. So, du Sau. Um ehrlich zu sein, ich weiß nicht mehr, wo hier der Speicherstand war. Ich würde ganz gerne nämlich zwischenspeichern. Poporo! Okay, hier können wir aufschweißen. Machen wir mal eben. So. Da oben ist dieses Terminal-Ding, glaube ich. Stirbt man. Na los, komm her. Ha. Ja, das war jetzt wieder doof. So, hoch da. Habe den NAVDAT-Computer gefunden und auf die Kartendaten des meinen und die Kartendaten auf meinen PCS übergeladen. Übertragen, geladen, whatever. Gute Arbeit, Private. Ich muss bei Private in London diesen Pinguin aus dem Madagaskar-Film denken, der ist so cool. Ich synchronisiere die Kartendaten. Kartendaten. Gut, Karte ist online. Machen Sie mit der Mission weiter. Das erste Ziel ist südöstlich Ihrer derzeitigen Position, eine BP-33 Luftwehrabwehrkanone. Bringen Sie an der Basis Sprengsätze an und verschwinden Sie. Aber gern doch, Sir. Bis zum Ende. So. Okay, jetzt wiss ich, ja. Ich spreche einen guten Deutsch. So, jetzt kann ich erstmal hier durchgehen, weil jetzt weiß ich wieder, wo der scheiß Speicherpunkt war. Nämlich hier vorne direkt. Und eine Schrotflinte, geil. Wie nett, ich habe ein M... Boah, ey, diese Namen. Ich habe eine M37A2 Schrotflinte gefunden. Zu schade, keine Munition. Sicherlich finden Sie ein paar Patronen in einer der Kommunikationsstationen. Normalerweise verfügen diese über einen Munitionsvorrat. Gute Idee, Sir. Gute Idee, Sir. 6-1 Ende. Ah, und hier ist der Speicherraum. Und ich würde mal sagen, Leute, der Part ist wieder monströs lang. Also verhältnismäßig. Deswegen würde ich sagen, wir werden jetzt erstmal uns hier zu Genüge führen, dass wir ordentlich was geschafft haben. Und, so, aber ich bin mir ganz sicher, ich glaube, ich werde nicht die Dings. Die Schrotflinte ist zwar gut, aber die hat wenig Munition. Also die hat plus 60 Schuss oder sowas, aber, ja gut, sie macht auch wenig... Na, mal sehen. Das machen wir beim nächsten Part aus, denn ich würde mal sagen, das war's für heute mit der folgenden Episode von Aliens Infestation. Beim nächsten Mal machen wir genau hier weiter und ich freue mich schon, ihr hoffentlich auch. Bis zum nächsten Mal dann, bis dahin, stay heavy und ciao, ciao.